Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine befindet sich die russische Wirtschaft gewaltig unter Druck. Denn der Westen erließ als Reaktion eine Reihe von harten Sanktionen gegen das Land. Praktisch wurde Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Der Rubel brach zeitweise ein und zusätzlich zogen sich viele westliche Firmen zurück oder froren die Geschäftsbeziehungen ein. Dadurch wird der russische Staat getroffen, aber auch die Unternehmen und die Bürger. Salz und Zucker sind Mangelware in einigen russischen Supermärkten. Grund vermutlich Hamsterkäufe der Bevölkerung. Aushänge wie hier in der Kleinstadt Pokrow begrenzen den Einkauf von Zucker, Buchweizen und Hähnchenfleisch auf 5 Kilogramm. Sonst sei aber alles da, sagen die Menschen hier. Es ist okay. Schauen Sie, ich habe zwei Taschen voll. Natürlich mache ich mir Sorgen. Mehr um meine Kinder und Enkel als um mich. Hier ist es schlecht, was Medizin, Schule angeht. Aber der Westen leidet doch selbst an seinen Sanktionen. Stillstehende Werke für Lkw und Autos wie hier in Kaluga. Die Mitarbeiter im bezahlten Urlaub. Doch in vielen anderen Bereichen sind die Folgen der westlichen Sanktionen noch nicht so deutlich sichtbar. Alles, was die Wirtschaft betrifft, die nicht zum Finanzwesen gehört, das werden Sie deutlich erst im April merken. Denn aufgrund der vielen Probleme mit der Lieferung von Zubehörteilen und in der Logistik zerbrechen nach und nach die Lieferketten. Russland fängt an, mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Präsident Putin kündigte heute an, dass die Bezahlung des von uns gelieferten Erdgases für die sogenannten unfreundlichen Staaten in russischen Rubel erfolgen müsse. Auch Deutschland steht auf der Liste der sogenannten unfreundlichen Staaten und bezieht einen Großteil seines Gases hier aus Russland. Die russische Regierung könnte mit der Maßnahme den zuletzt stark gefallenen Rubelkurs stützen wollen. Damit weiter zu unserem Korrespondenten Demian von Osten in Moskau. Ja, wie autark ist denn Russland eigentlich, was Lebensmittel, Medikamente, Energietransport und so weiter angeht? Sie ist eigentlich relativ verbunden mit der internationalen Wirtschaft. Wenn Sie hier im Supermarkt unterwegs sind, dann sehen Sie ganz viele Produkte von europäischen Firmen, von europäischen Marken. Und da kann es jetzt zu ersten kleinen Engpässen kommen. Die sind aber meistens im Moment hervorgerufen, zunächst durch logistische Probleme. Und da muss man sich anschauen, wie das dann längerfristig sich auswirkt. Bei Medikamenten ist es so, dass es einzelne Engpässe auch gibt. Aber auch da wird gesagt, es habe mit der Logistik zu tun, also wie die Medikamente dann aufgrund auch stärkerer Nachfrage zu den entsprechenden Apotheken kommen. Es ist noch zu früh, um abschließend zu sagen, wie diese Sanktionen tatsächlich sich auswirken auf die Vorräte von Lebensmitteln, Medikamenten etc. in Russland. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Aussicht nicht positiv. Im Gegenteil, man geht von einer Rezession in Russland in diesem Jahr aus, von einer erheblichen Rezession. Wer ist denn von dieser schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung besonders betroffen? Ja, Ökonomen gehen von ganz erheblichen Problemen aus und malen überhaupt keine Möglichkeit eigentlich aus, die es der russischen Regierung noch möglich machen würde, da wirklich drauf zu reagieren. Aber diese Probleme werden halt erst in einigen Monaten erwartet. Die Menschen, die, sagen wir mal, die gut gebildete Schicht, die auch ökonomisches Vorwissen hat, die rechnen damit. Die sind zum Teil schon ausgewandert aus dem Land. Viele gut gebildete aus der Mittelschicht haben Russland verlassen. Viele andere, die jetzt nicht so eine universitäre Ausbildung beispielsweise haben und die Zusammenhänge so genau kennen, die gehen im Moment noch davon aus, dass man schon wieder klarkomme. Beispielsweise, wir waren am Wochenende in einem VW-Werk oder bei einem VW-Werk. Die Mitarbeiter dort werden weiter bezahlt und gehen davon aus, ja, dass es in ein paar Wochen vielleicht weitergehen könnte, dann die Werke wieder öffnen und alles wieder sei wie vorher. Aber da sind Ökonomen sehr eindeutig, das wird in Russland nicht mehr so sein wie vorher. Das ist trotzdem gerade eine schwierige Situation für das Land. Es dürften dann aber doch ja die meisten irgendwie mitbekommen haben. In dieser Situation, gegen wen richtet sich denn dann der Zorn, wenn man so will, gegen Putin?
Also tatsächlich bin ich mir gar nicht so sicher, ob das die meisten schon mitbekommen haben, denn viele konsumieren Staatsmedien oder sind politisch relativ desinteressiert. Sie merken, da ist irgendwas im Gange, aber wissen noch gar nicht, wie heftig das wirklich ist. Der Zorn gegen Putin, das ist eher weniger zu erwarten, denn die meisten Russen sehen, dass die Politik sie sowieso nicht beeinflussen können und sie werden dann eher den Schuldigen wahrscheinlich dort suchen, wo auch die staatliche Propaganda den Schuldigen ausmacht, nämlich im Westen. Schon vor Beginn des Krieges war es so, dass in Russland die Mehrzahl der Menschen der Meinung war, dass die angespannte Lage eine Schuld des Westens sei und nicht der eigenen Regierung. Vielleicht noch kurz mit Blick auf die heutige Ankündigung der russischen Regierung, Zahlungen für Öl- und Gaslieferungen ins Ausland nur noch in Rubel zu akzeptieren. Was erhofft sich der Kreml davon? Ja, das ist sicherlich der Versuch, die eigene Währung zu stabilisieren, denn der Rubelkurs ist ja dramatisch gefallen nach den kriegerischen Handlungen und nach den Sanktionen. Und das wäre eine Möglichkeit, den Kurs wieder etwas zu stabilisieren und dann, wenn man Einkäufe tätigt am internationalen Markt, dass die nicht allzu teuer werden. Demian von Osten, ganz herzlichen Dank nach Moskau.